Hallo und willkommen zurück hier wieder im Forst- und Industriegigant-Projekt hier auf der Altkirch im Elsass. So, zwei Sachen vorweg. Das Problem mit dem Global Market ist behoben, zum Glück. So, jetzt will ich nur mal gucken. Da werden wir auf jeden Fall heute rangehen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, dass es heute klappt. Wir müssen auf jeden Fall, das haben wir ja gesehen, einen anderen Kompakt- oder Lader besorgen. Okay. Die Abda. Und da habe ich auch schon unseren... Ja, ich sag mal jetzt den Fehlkauf, der ist schon unterwegs zum Händler. Und den müssen wir verkaufen, und damit wir uns den anderen leisten könnten. Der ist ein bisschen teurer nämlich. So, ich habe aber auch ja letztes Mal mir angeguckt gehabt, dass wir eventuell Holz verkaufen können. Und das will ich jetzt einfach mal machen. Kriegen wir jetzt den einen hier auch noch drauf? Oder haben wir da auch wieder das übliche Problem? Ja, da ist den haben wir, und dann nehmen wir den auch noch. So, dann fahren wir nämlich, während der andere Kompaktlader da Richtung in Richtung des Händlers tuckert, kümmern wir uns hier drum. Wir schauen einfach mal, wie viel Geld wir jetzt für so ein bisschen Holz bekommen, was wir jetzt hier drauf haben. Muss ich mir nur gleich noch mal den Weg angucken, wie wir da jetzt hinkommen. So. Willst du jetzt oder willst du nicht? Ich hab doch... ja, ist auf links gestellt. Ja, auf rechts gestellt. Oder ist da noch mal irgendwo... Da ist doch nichts. Ups. Ach doch, da ist doch noch was. Ja, wenn man ihn hochhebt, dann sieht man das. So, und schon ist er aufgeladen. Guck mal. So, dann machen wir Autoload aus, machen die Spanngurte drum, und dann müssen wir mal gucken. Das war hier. Das heißt, wir fahren hier runter, hier rum und gucken, dass wir irgendwo hier zwischendurch kommen. Ja, warte mal, wenn wir schon mal am gucken sind, wo ist der Kompaktlader? Ach, der ist erst hier. Also der wird noch eine ganze Weile brauchen. Ja, mit ein bisschen Glück können wir doch, das müsste eigentlich reichen, mit dieser Holzladung hier können wir eventuell den neuen Lader schon mal kaufen. Weil ich würde dann nämlich als nächstes ja die Bretterpaletten, die Bretterabfallpaletten, die jetzt auf dem Trailer sind, einmal einlagern und würde dann gerne gleich die richtigen Bretterpaletten, so muss man sagen, aufladen und die dann zum Global Market bringen, damit wir da das Zeug verkaufen können. Weil es ist ja immer noch der Plan, ja, es ist gut, es wird diese Woche, denke ich mal, nichts mehr werden, dass wir ja vielleicht die Palettenproduktion uns kaufen. Weil die wäre jetzt das nächste, was drankommen würde an Industrien. Und danach wären dann eben das Wasserwerk, die Mehlfabrik und so weiter und so fort. Wir werden dann so richtig in die Industrie einsteigen. Aber erstmal müssen wir halt uns ein gewisses Grundpflaster an eigener Produktion schaffen, wo wir eben Geld mitmachen können. Und deswegen gucken wir auch eben, was jetzt so Holzlose bringt, weil wenn das einigermaßen gutes Geld macht, kann man das eben zwischendurch immer mal wieder verkaufen und dadurch eben auch
einen gewissen ein gewisses Geld einfach ran schaffen, um eben sich andere Sachen leisten zu können. Es soll nicht Standard werden, dass wir einfach nur Holz abholzen. Das definitiv nicht. Aber so zum Anfang, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, da vorne ist auch schon der Holzhandel. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. Aber ich denke mal, so im Bereich des Sommers, Ingame-Sommers, später Frühling, später Frühling, sollten wir soweit sein, dass wir eben die ersten, die ersten fremden Produktionen an den Tag legen können. So, aber wie gesagt, ich bin wirklich jetzt mal gespannt, zum einen, ob das hier funktioniert. Ist die Frage, kann ich das direkt vom Anhänger verkaufen? Machen wir mal die Spanngurte ab, weil normalerweise ist es ja so, man geht hier hin, wir gucken uns das mal an, und drücken dann die Taste R, Holz verkaufen, zack, weg. 21.000 immerhin, das ist doch schon mal nicht schlecht. So, jetzt müssen wir nur hier irgendwie einigermaßen wieder rauskommen. Und ich meine, der Anhänger war jetzt nicht wirklich voll gewesen. Da schon mal so eine Summe zu bekommen, ja, das ist ganz gut. Dann würde ich sagen, Herr Kollege, Sie fahren mal zum Sägewerk zurück. Haben wir hier einen Kurs? Ne, müssen wir raus auf die Straße einmal. Ja, da unten geht wieder was los. Da kannst du nämlich schon mal ganz gemütlich zurückfahren. Und wir gehen auf Shoppingtour. So, und zwar Kompaktlader. Ich habe hier den Avant, wir werden den 750er nehmen, weil er einfach ein bisschen mehr Leistung hat. Und das Schöne ist, wir können ihn mit Heckgewicht ausstatten. Dann sollte er das alles problemlos schaffen. Felgenfarbe. Wenn schon grün, dann machen wir grün. Weil der kostet jetzt 38.620 dazu. Ich weiß nicht, ob es da eine eigene Gabel, ja, gibt es. Für den Avant eine Palettengabel brauchen wir. Die wird ein Avant grün. Nee. Dann lassen wir es so. So, dann haben wir die nämlich auch schon mal gekauft. Dann kann der Kollege nämlich schon mal zurückfahren. Und der ist halt auch wirklich sehr wendig. Ich habe den in einem anderen Projekt gesehen und finde das Ding eigentlich ganz witzig. Fährt halt auch nur 27, also wird eben auch eine gewisse Zeit jetzt unterwegs sein nach oben. So. Dann, gib mal Gas, Herr Kollege. So. Ich muss aber mal ganz kurz hier raus tappen, weil ich das einstellen musste. So, der fährt zurück. Hier, die Hackschnitzel sind auch schon durch, die wir hier mit dem einen Baumstamm reingeballert hatten. Da können wir doch eigentlich mit dem schnell fahren. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt den großen Dings rausholen, den Anhänger. Da fahren wir halt zwei, dreimal. Die Zeit haben wir ja jetzt auch. Der jetzt. Aber wir könnten die Winde eigentlich nicht einstellen. Die brauchen wir ja aktuell nicht. Dann fahren wir mal ein bisschen abschnitzend durch die Gegend.
steht die eine Palette, die wir versucht hatten mit dem Kompaktlader, wo der dann doch ein bisschen schwer war. Ich bin gleich mal gespannt, wie der Avant sich macht. Aber ich hoffe mal, dass das besser klappt. Aber ich denke, das werden wir erst in der Folge von morgen sehen. Aber wie gesagt, ich bin am meisten glücklich darüber, dass der Global Market bei mir wieder funktioniert. Ich habe keine Ahnung, woran das gelegen hat. Ich habe im Endeffekt alles, was irgendwie mit Global Market zusammenhing, auf dem Rechner gelöscht. Auch so die ganzen Fehlerlog-Dateien und andere Einträge. Und das Ding dann jetzt nochmal neu runtergeladen. Plötzlich ging es. Gut, dachte ich mir, so gefällt mir das, so muss das sein. Ich bin froh und kann das wieder nutzen. So, gibt es hier nochmal. Ah, der Waldra ist wieder da. Vom Holzverkauf. Heißt es eigentlich nur warten auf den Avant. So, guck mal, dann war das das hier. Dann gucken wir gleich mal, was direkt noch im Sägewerk drin ist. Zumindest ist, dass wir den hier einmal voll machen. So halb leer durch die Gegend gondeln müssen. Wir können ja rein theoretisch schon mal gucken, dass wir die Bretterabfallpaletten, die wir jetzt schon hier drauf haben, einmal kurz einlagern. Also wir parken den hier. Oh, können wir auch direkt hier stehen lassen. Brauchen wir eh bald wieder. So, weiß ich nicht. Die sind jetzt lose da drauf. Die sind nicht im Autoload. Normalerweise müssten die eigentlich. Ah, der nimmt sie sogar vom Anhänger. Das ist ja noch besser. Das heißt, wir können da ein bisschen besser drauf fahren. Ja, nimmt das auch noch. Perfekt. Dann ist das schon mal auch weg, das Zeug. So, dann, ja, wir warten halt auf unseren Kollegen. Wir können aber gleich noch mal gucken, wie es generell im Sägewerk aussieht. Ob wir da noch was zum Auslagern haben oder ob wir schon wieder Holz brauchen. Wobei Holz, naja, 50.000 könnten schon wieder rein. Wetterpaletten haben wir zum Auslagern, Abfallpaletten auch. Ja, das war einmal zu viel reingetappt. So, das heißt, wir haben hier noch drei und wir haben hier oben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus die eine hier. Die würde ich aber mal ganz kurz so hier einlagern, damit die nicht hier im Weg rumsteht.
viel sind 20.000 Liter. Ja, und hier, das wird ja noch eingelagert. Bretterpaletten, da sind wir dann bei 8.000, das ist einer. So, wo steckst du, Avant? Ach, der ist erst da oben. Aber wieso fährst du eigentlich mit 20, obwohl du auf 27 eingestellt bist? Kann uns vermutlich keiner sagen. So, mal gucken, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich doch sagen, Bäume. Hallöchen, wir sind wieder da. Ah, unser anderer Komplader ist unten beim Händler eingetroffen. Das heißt, den können wir gleich noch verkaufen. Das machen wir doch lieber, dann passt unser Kontostand gleich wieder ein bisschen besser. So, da machen wir den aus. Shop. Ja. Ich glaube, der Verkaufspunkt war irgendwo hier hinten bei dem. Genau, hier müssen wir hin. Ich meine, viel Arbeit hat er ja nicht leisten müssen in seiner kurzen Zeit. 767 und ja, 33. Das heißt, was haben wir jetzt Verlust gemacht bei dem? Lass uns mal kurz gucken, wenn wir 33,5. Ja, 1500 Euro. Ist ja egal. Ist ja egal. Aber wir haben wieder 50.000 auf dem Konto und wir brauchten für hier unten 117. Also ich denke, dass wir das in der nächsten Folge mit dem Palettenverkauf hinbekommen sollten. Da werden wir auf jeden Fall rangehen. Ich werde auch jetzt, wir sind ja eh schon wieder so gut wie am Ende für heute. Ich werde dann erstmal warten, bis der Avant hier oben ist, damit wir den direkt in Einsatz bringen können. Dann machen wir jetzt noch die letzten, das letzte Minütchen noch ein bisschen Holz hier. Erst, ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Komatsu liegt, dass der so unsauber arbeitet, weil ich habe schon wieder gesehen, dass da immer wieder so ein paar kleine Ästchen hängen bleiben. Hier auch wieder, oder sind das die Bäume hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall merkwürdig. So, aber ich würde sagen, ja, wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende für heute. Wie gesagt, morgen dann der erste Bretterpalettenverkauf über den globalen Markt. Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen, denke ich mal. Und ansonsten schauen wir mal, was, ja, gut, es wird vielleicht das Palettenwerk auch schon gekauft werden können. Müssen wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Na, wieso will der jetzt nicht hier? Und ja, dann würde ich sagen, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.